Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast. Man darf nicht kopieren. Ja. Das ist der größte Fehler. Wenn man glaubt, man kann das System kopieren, scheitert man. Ja? Also man muss den eigenen Weg finden. Man muss die Methoden kennen, man muss die Logiken kennen und man muss es schaffen, sich jetzt mal in dieses Thema da einzuarbeiten und dann Übertragungen zu finden. Diejenigen, die hier eingeschaltet haben per Video, die sehen schon, heute ist alles anders im Digitalwerk-Podcast. Anderes Outfit, ich stehe woanders, ich habe ein Mikrofon in der Hand, das wird sich gleich lüften, wenn ihr dranbleibt. Und zwar, ich habe mir Markus Richthammer eingeladen, er ist Vorstand bei Max Bögl und bei uns dreht sich alles drum um Construction meets Automotive. Er kommt aus der Branche Automotive, hat viel Knowledge mitgebracht von der Automobilindustrie in die Bauindustrie und setzt das bei Max Bögl ein. Wir haben darüber gesprochen, was für Learnings er mitgenommen hat und die man auch wirklich anwenden kann, was aber vielleicht auch gar nicht so schlimm ist in der Baubranche, wie man vielleicht dachte. Also man kann, glaube ich, viel lernen von Automotive, aber die Baubranche hat Lean Management und was bedeutet das eigentlich? Darüber haben wir gesprochen. Und wenn ihr dranbleibt, werdet ihr erfahren und sehen, dass wir auch in einem Auto sitzen. Also auch darüber sprechen wir ganz kurz, was für ein lustiges Format das ist. Ich hoffe, euch gefällt das Format und dranbleiben lohnt sich definitiv heute bei der Folge. Markus, wir haben jetzt hier ein paar Minuten schon im Auto verbracht miteinander. Du hast gerade schon gesagt, du kommst vom Dorf, vom Land. Von wo kommst du genau? Ja, gebürtig bin ich aus der Oberpfalz, ja, Nähe vor Amberg, kleine Ortschaft, 200 Einwohner, sehr bürgerlich aufgewachsen und irgendwann hat es mich rausgezogen in die Welt und lebe mittlerweile in München und macht echt viel Freude. Warum Großstadt? Ja, ich glaube, was die Großstadt schon ausmacht, ist einfach auch das Netzwerk. Also was ich total genieße, ist einerseits schon wieder im Land zu sein, dann irgendwie draußen handwerklich was machen, um jetzt meinen Kopf frei zu bekommen. Aber was halt in der Stadt schon toll ist, ist einfach das Netzwerk und ja, die Energie und die Möglichkeiten, einfach Menschen kennenzulernen, wieder neue Ideen zu bekommen, Inspiration zu bekommen, um jetzt mal auch immer wieder auch im Geschäft die Themen nach vorne zu bekommen. Also wichtiger Punkt für dich auch, den Austausch zu haben, um eben up-to-date zu bleiben, auch in deinem täglichen Doing. Ja, das war für mich immer ganz, ganz wichtig, dass ich nicht nur in der eigenen Organisation bin, sondern dass ich mich immer nach außen orientiere, immer neue Impulse reinbekomme, um jetzt mal hier dann auch wieder die Themen nach vorne zu bekommen. Mhm. Weil letztendlich ist es einfach wichtig, egal ob für den eigenen Job oder entsprechend auch fürs Unternehmen, immer wieder neue Ideen zu gewinnen, mhm, um jetzt mal die dann wieder in Verknüpfung zu bekommen mit den eigenen Tätigkeiten, mhm, um nach vorne zu gehen. Damit jetzt irgendwie alle auch wissen, wo du herkommst und darüber hinaus noch wissen, was du machst. Du bist bei Max Bögl tätig, du bist in der Konzernspitze unterwegs. Welchen Bereich verantwortest du dort? Genau, ich bin seit 6 Jahren jetzt bei Max Bögl, mhm, bin verantwortlich für den Vorstandsbereich Industrie, heißt es bei uns. Sehr breit gefächert. Ich bin einerseits verantwortlich für alle Querschnittsthemen, okay, also das heißt Planung, Digitalisierung, mhm, die neuen Methoden, Qualität, Lean, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, mhm, Qualitätsmanagement über den gesamten Konzern, mhm, und dann eben 3 operative Bereiche, Roh- und Baustoffe ist ganz, ganz wichtig Richtung Nachhaltigkeit. Mhm. Dann das Thema Stahlbau. 40.000 Tonnen Stahl im Jahr verarbeiten wir für Windtürme. 40.000 Tonnen. 40.000 Tonnen Stahl. Okay. Bearbeiten wir, schweißen, okay, und schlossen da zusammen. Habt ihr noch eigene gewerbliche Mitarbeiter? Wir haben noch eigene gewerbliche Mitarbeiter, mhm, ja. Das ist für die Bausparte oder eben für, ihr macht ja auch Hochbahn und ihr habt ja super breites Spektrum, oder? Ja, wir sind natürlich sehr breit aufgestellt. Ja. Wir haben einerseits Hochbauthemen, also wir bauen große Fabriken. Wir haben für Amazon große Logistikhallen gebaut. Da sind wir sehr, sehr vielseitig unterwegs. Für Tesla durften wir auch gleich am Start dabei sein, mhm, um die komplizierten Bauteile zu machen. Hattet ihr das Tesla-Thema in der AG gemacht mit Goldbeck zusammen oder nee, war das getrennt nee, voneinander? Genau, also wir haben es eigenständig gemacht. Mhm. Also wenn wir bei Goldbeck sind, Goldbeck ist ja sehr stark im Systembau unterwegs, ja, und wir versuchen eben die Logik Systembau und komplizierte Bauten zu vereinbaren, ja, zu vereinen. Und also diese Komplexität und auch nochmal das Thema Ingenieurs, Bauingenieurswissen reinzubekommen, das ist eigentlich unser Pfad. Einerseits Richtung Standardisierung, Industrialisierung zu gehen, aber andererseits auch in die komplexen Bauwerke reinzugehen. Du hast gerade eben gesagt, ihr verbaut 400.000 Tonnen Stahl. Na, 40.000. 40.000 ja. Tonnen Stahl, sorry. Und mit wie viel Beschäftigten macht ihr das? Also wie viele Mitarbeitende habt ihr aktuell?
Ja gut, für alles haben wir in Summe 6.500 Mitarbeiter, mhm. wie schon gesagt, einerseits für das Thema Hochbau, dann wir machen ja Infrastruktur sehr viel, wir machen Brückenbauten, Straßenbauten, Energietrassen jetzt auch. Warum macht ihr auch Energietrassen? Ja, weil wir uns klar die Strategie auferlegt haben. Wir haben uns die letzten 6 Jahre sehr intensiv mit dem Markt beschäftigt. Mhm. Und wir sehen einfach diese Megatrends. Ja. Megatrend ist einfach das Thema nachhaltige Energie, regenerative Energie, deswegen auch das Thema Windtürme. Mhm. Und wir wissen ja, dass jetzt mal die Energie in Deutschland ein ganz wichtiges Thema ist. Ein Riesenumbau ist da notwendig, um von dieser zentralen Energieversorgung auf eher dezentrale Energieversorgung zu gehen. Da sehen wir einen Riesenmarkt. Und aus dem Grund haben wir uns einerseits mit dem Thema Windturmprodukt auseinandergesetzt und andererseits damit, wie bekomme ich den Strom von diesen großen Windparks wirklich dann auch in die Zentren rein. Ja? Und deswegen haben wir aus der Tiefbaukompetenz dann eben auch das entwickelt, um jetzt mal Standardbauprozesse zu haben, um das schnell auch bauen zu können. Mhm, mhm. Du hast jetzt ja super viele Bereiche angesprochen, überall ist das Wort Lean gefallen, Modul, also alles sozusagen schmal zu halten. Jetzt fahren wir ja gerade, für die, die zuhören, nach Leipzig. Wir sitzen in einem Auto, fahren nach Leipzig, um so ein bisschen zu schmulen, hätte man hier in Berlin gesagt, was die Automobilindustrie dann eigentlich alles so macht. Mhm. Was ist das bei euch für ein Thema und persönlich auch vielleicht auch für dich? Also was ist so das Learning aus anderen Industrien? Ja, für uns ist es natürlich ein großes Thema. Ich persönlich komme ja aus der Automotive-Industrie. Ich war ja 18 Jahre bei BMW, habe eben nach dem Studium im Maschinenbau studiert, Schwerpunkt Produktions- und Automatisierungstechnik, komme sehr stark auf dieser Prozessorientierung raus. Ja. Und dadurch, dass ich eben seit meiner Oberpfalz geboren bin, ja, hat mich die Gesellschaft der Familie angesprochen, ob ich nicht Lust habe, vom Automotive in den Bau zu wechseln. Okay. Und das habe ich total spannend gefunden, um eben auszuprobieren, wie kann man Themen aus der Industrie in den Bau zu bekommen. Deswegen ist es ein großes Thema bei uns. Mhm. Erst ein Thema geworden mit dir, weil man sich dann angefangen hat, darüber Gedanken zu machen in dem Moment? Oder? Nee, die Gesellschaft der Familie hat sich schon immer Gedanken dazu gemacht. Ja. Wir haben sehr viel Fertigteilwerke, wir kommen sehr stark aus dieser Vorfertigung raus. Mhm. Und wir sehen eben sozusagen das Thema, dass Fachkräftemangel auf uns zurollt. Ja. Das und seht ihr seit gestern oder seid ihr schon länger? Schon länger, schon länger. und aus dem Grund sagen wir natürlich, was sind die Antworten, um hier sozusagen auch weiter Bauleistung erbringen zu können. Mhm. Und aus dem Grund ist eben sozusagen hier auf Industrialisierung zu setzen und mehr Automatisierung zu setzen. Ist das vielleicht an der Stelle, wenn du sagst, damit ihr überhaupt das leisten könnt sozusagen, ne? Fachkräftemangel und das noch leisten, sagt ihr, wir müssen überhaupt was tun, damit ich das, was ich heute leiste, also in meinetwegen auch Umsatz ausgedrückt, überhaupt noch halten kann? Oder reden wir darüber, wir müssen was tun, um Wachstum zu generieren? Also wir sehen das, wir brauchen schon diese Ansätze überhaupt, die Leistung erfüllen zu können. Mhm. Also das wird aus meiner Sicht wesentlich unterschätzt, was auf uns zurollt. Wenn man sich mal anschaut, wie die Altersstrukturen in so Unternehmen sind, speziell auch im gewerblichen Bereich. Man spricht von diesen Baumenschen polieren, die halt schon ewig auf der Baustelle sind, ja, dieser Generation. Absoluten Knowledge-Träger. Ja, die stirbt leider aus, ja, muss man sagen. Und das ist echt schade, weil das hat ja den Bau in der Vergangenheit geprägt. Wirklich die Bauleute vor Ort, die dann sozusagen die Qualität und die Leistung auch erbracht haben. Mhm. Und wir sehen einfach, dass es immer weniger werden. Ja. Die Menschen sind immer so bereit, auch auf Baustellen zu gehen, ja, von zu Hause weg zu sein, ewig von der Familie weg zu sein. Die wollen alle wohnortnahe arbeiten und das ist einfach ein Riesenthema aus unserer Sicht. Und das ist eben ein Aspekt und ein anderer Aspekt ist eben, dass wir schon auch sehen, die Komplexität, die im Bau da ist, ja, die Qualität sicherzustellen. Auch da setzen wir auf diesen Industrialisierungsgedanken. Mhm. Und wenn du dir das Thema einfach nochmal anguckst, was hast du aus dem Kern oder was war vielleicht auch die erste Sache, die dir aufgefallen ist von Automotive zu Construction? Also wo setzt du da an? Weil ich glaube mal, alle Gesprächspartner hätten jetzt eine lange Liste, die man besser machen kann und wo man vielleicht lernen kann. Deswegen werden wir so einen Werker auch sehen heute. Aber was war so der erste Themenblock, den du dir anguckst? Ist das Katastrophe oder wie war das? Naja, ich möchte jetzt so eine Katastrophe, weil ich habe immer hohe
hohen Respekt, was geleistet wurde in der Vergangenheit. Mhm. Deswegen ist mir einmal wichtig, dass man mit so einer Einstellung auch rangeht und jetzt sagt, das ist alles falsch. Ja. Weil man letztendlich, Max Böhl gibt es seit über 90 Jahren, da kann man jetzt sagen, ja gut, jetzt macht man alles anders, weil ich komme vom Automotive-Bereich, so gehört es. Also ich glaube, da muss man echt total aufpassen und ein Fingerspitzengefühl haben. Ja. Aber was hat schon jetzt mal im Automotive-Bereich einfach einzigartig ist, diese Prozessorientierung. Und wir haben uns einfach Gedanken gemacht, übrigens hat der Porsche Consulting hier am Anfang sehr stark mitgeholfen. Okay. Ja. Okay. Das ist ein Zufall, nur an der Stelle her, das ist Zufall, das war nicht abgestimmt. Okay. Und um eben jetzt mal das Ganze auch zu beschreiben, wir haben standardisierte Projektabwicklungen beschrieben, wir haben uns jetzt mal sehr stark mit dem Thema Qualitätsmanagement auseinandergesetzt, mhm. ja. Wir haben so Stufenpläne entwickelt, wie man auch das Thema Lean ins Unternehmen reinbekommt. Und wir haben auch sehr viel daran gearbeitet, die Menschen zusammenzubekommen. Also wir haben einerseits, wir sprechen hier von Technik, also mhm. Methoden, ja, die man strukturell, konzeptionell nach vorne bringt. Mhm. Und andererseits die Menschen zu qualifizieren. Und wir haben so einen Begriff, der heißt Mensch und Technik, wo wir so Schulungsprogramme haben. Mhm. Einerseits Methoden weiterzuentwickeln und die Menschen an diese Methoden ranzubekommen. Und dann wiederum das Ganze in die Praxis überzuführen. Mhm. Deswegen haben wir am Anfang gesagt, ich bin einerseits für diese Querschnittsthemen verantwortlich und andererseits auch für drei praktische Fachbereiche verantwortlich, mhm. weil was einfach nicht funktioniert ist, zu sagen, jetzt komme ich aus dem Automotive-Bereich, jetzt macht man das Theorie und ihr müsst es umsetzen. Genau, also ich muss schon selber beweisen, dass es funktioniert und deswegen die Koppelung aus Theorie, konzeptionell, Menschen mitnehmen und dann in Use Cases umsetzen. Das ist ein großer Schwerpunkt gewesen für mich, wo ich am Anfang Erklärung gesetzt habe. Ja, weil das, du hast gerade gesagt, Menschen mitnehmen, das sagt sich ja immer so leicht, ne? Mhm. Aber wenn du jetzt den Polier, der irgendwie 40, 50 ist oder sogar noch älter, den nimm mal mit in einen komplett neuen Prozess. Was verlangt denn heute, nicht gar nicht nur Max Böhler, was verlangt denn heute die Industrie von einem Polier, wo man sagt, da könnte ein großes Bottleneck entstehen, weil habe ich keine Lust mehr drauf, vielleicht mich auch so zu verändern, gedanklich. Mhm. Ja, wichtig ist, dass eben jetzt mal der zukünftige Polier schon auch die Bereitschaft hat, sich mit diesen neuen Methoden auseinanderzusetzen, sprich Digitalisierung mhm. oder auch Standardisierung. Ja. Mhm. Und, ganz kurz, lass mal ein Beispiel nehmen für die zuhören. Standardisierung heißt das, dass der gewerbliche Mitarbeiter bei euch, der Handwerker, der Polier, immer den gleichen Dübel mit seinen Jungs kauft? Ist das so kleinteilig und Standardisierung oder reden wir von größeren Dimensionen? Ja, wenn man es jetzt mal auf die Spitze treibt, ja. Soll es in die Richtung mal gehen. Mhm. Das wird am Bau nicht funktionieren, glaube ich, ja, okay. weil da einfach zu viel Individualität auch noch drin ist. Aber wir wollen schon in die Richtung gehen, dass wir einfach, wenn wir sagen, eine vorgespannte Stütze oder vorgespannte Elemente, dann beschreiben wir genau, wie das zu funktionieren hat und nicht überlassen nichts jetzt mal dem Polier, wie es dann vielleicht macht. Ja. Mhm. Also das ist schon für uns ein wesentlicher Punkt und das unterscheidet schon das, was in der Vergangenheit war. Ich meine, in der Vergangenheit waren halt so die Normen, klar, aber letztendlich hat der Polier vor Ort schon selbst entschieden, wie es dann auch ausgeführt wird. und wir wollen halt eben sozusagen das Thema Ausführung prozessual und auch mit Techniken beschreiben. Da muss sich der Polier auch einarbeiten, mhm. dass er zumal das auch versteht, so wie vielleicht ein Einrichter im Automotive-Bereich oder mhm. jemand, der Roboter betreut. Da muss sich auch mit dieser Technik auseinandersetzen. Absolut. Und genauso erwarten wir natürlich auch von dem Polier, dass er sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und gleichzeitig ist es uns auch wichtig, dass diese Erfahrungen auch in die Planungsphase reinkommen. Das ist total entscheidend. Weil das, glaube ich, ist auch so ein Unterschied zwischen Automotive und Construction. Wir haben halt leider so eine Abkopplung zwischen Planung und Ausführung im Bau. Mhm. Und wenn wir jetzt so die schönen Autos sehen, wo wir fahren dürfen, da ist auch bei der Entwicklungsphase bereits ein Produktionsmann dabei. Okay. Weil der muss ja auch sagen, kann ich jetzt diese Umführung gerade, die hinten jetzt im Heckbereich von diesem schönen Teil kann zu sehen sind, ja. Sind, mit welchen Werkzeugen sind die umsetzbar, mhm. mit welchen Materialien sind die umsetzbar, mhm. damit ich in hohe Stückzahl gute Qualität erzeugen mhm. kann. Mhm. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man einerseits Standards in der Ausführung hat, ja, oder im Herstellprozess hat und diese wiederum vorne in die Planungs- und Konstruktionsphase reinbekommt. Wenn du jetzt nochmal zurück zu dem Thema, du hast irgendwann den Wechsel vollzogen quasi von Automotive zu Construction. Wo hast du die Hände wirklich über den Kopf zusammengeschlagen? Also so als Anekdote, jetzt auch vielleicht gar nicht auf Max Böhl bezogen, sondern so generell, wo du die Branche mal kennengelernt hast und gesagt hast, okay, das ist der Status quo, die musst du akzeptieren für einen Moment und dann anfangen neu zu denken oder umzudenken. Ich habe ja viel, sag ich mal, auch in meiner früheren Tätigkeit
mit unterschiedlichen Firmen zu tun gehabt, im speziellen Lieferantenbereich, auch in sehr international, ob das jetzt in China war, in USA war oder in England war und so weiter. Ja. Und da ging es auch immer viel um Veränderungsprozesse. Also wir haben uns immer auf den Weg gemacht, Organisation zu verändern, um jetzt mal diese Strategie, die wo man auferlegt hat, umzusetzen oder auch Richtung Qualität und Richtung Prozesseffizienz zu arbeiten. Was mich am meisten überrascht hat, dass jetzt mal der Bau, und das hätte ich nicht so eingeschätzt, ja, in dieser Logik nicht so denkt. Also der Bau denkt nicht in Optimierungen. Mhm. Also und was einfach dann noch dazu mit reinspielt, ist, dass das sehr fragmentiert ist. Das heißt, man hat vorhin die Planung, die jetzt mal für sich halt ein Unternehmen ist und am Schluss jetzt mal Geld verdienen muss. Und danach gibt es irgendwelche Ausführungsunternehmen, die auch wieder Geld verdienen wollen. Ja. Und dann gibt es den Bauherrn, der natürlich ein günstiges Produkt haben will. Nicht bezahlen mit, will, so, naja, so wenig wie möglich, sagen wir mal. Technik haben will, ja. Und das ist halt beim Automotive ein Stück weit anders. Da ist halt Planung oder Konstruktion. Ich meine, bei Automotive spricht man eher von Konstruktion, Entwicklung, im Bau eher von Planung. Und die Ausführung ist halt eine Einheit. Und am Schluss zählen die Herstellkosten. Und die Herstellkostenoptimierung. Und das ist natürlich schon, sagen wir mal, rein aus der Organisationsform raus, einfach ein anderes Geschäftsmodell. Und wenn man in diese Richtung denken will, muss man sich mit diesem Geschäftsmodell auseinandersetzen. Das heißt, man muss auch stärker in diese Partnerschaften reingehen und dann auch gemeinsame Ziele setzen. Und nicht, dass jetzt mal in dem ganzen Prozess 10 Fakultäten dabei sind und jede Fakultät hat ein anderes Ziel. Ja, genau. Das ist ja natürlich genau das Thema. Du kannst auch gerne hier das nehmen zum Trinken. Weil im Auto hier haben wir natürlich eine ganz andere Akustik als sonst im Studio und deswegen und ein ganz anderes Raumempfinden auch. Also es ist auch für mich total neu, einen Podcast im Auto aufzunehmen. Aber wir müssen mal unseren Fahrer loben, der macht das echt toll. Der macht das echt gut, ja genau. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Also ich habe auch ein angenehmes Gefühl für mich sehr wohl, kann mich auf das Thema konzentrieren und dass wir versorgt sind hier hinten. Das ist alles gut. Zu dem Thema, du hast gerade gesagt, mitdenken von Anfang an, also im Automotive-Bereich, ist das auch so ein Bereich, wo du sagst, heute nimmst du einen Ingenieur irgendwie, der mehr ein Produkt plant, also ein Gebäude, aber als Produkt zu verstehen, und der ist die ganze Zeit mit auf der Reise dabei, vielleicht auch eher ein Techniker sogar als der Bauingenieur, und damit meine ich nicht denjenigen, der nachher die Pläne liest und guckt, wie ist der Baustand, ne? Sondern eher von der Konzeptionsseite schon her. Also was wir gemacht haben, ist eher Teams zusammenzustellen, ja. Also wir haben sehr viel daran gearbeitet, einfach gewerkeübergreifend Teams zusammenzustellen. In der Planungsphase? In der Planungsphase bereits, ja. Das heißt, also wir haben so Entwicklungsmeetings, heißen die Produktentwicklungsmeetings, wo wir einfach für unsere Megatrends diese Produkte entwickeln, egal ob das eine Hallenkonstruktion ist, ob das ein Wohnungsgebäude ist, ob das ein Windturm ist. Und da versuchen wir eben, Architekten, Fachplaner immer wiederkehrend in diese Meetings reinzubekommen und immer wieder weiter zu optimieren und dann wieder einen Standard zu setzen, den Standard quasi zum neuen Produkt zu definieren und dann in die Umsetzung zu gehen. Und was einmal total wichtig ist, dass wir den Kunden mit reinnehmen. Also wenn man sich mit Produkt auseinandersetzt, muss man sich natürlich sehr früh mit den Kundenanforderungen auseinandersetzen, weil man kann ja nicht vom Kunden irgendwie, sag mal, weg irgendein Produkt planen. Das gleiche wie Porsche ein Fahrzeug entwickelt, der will ja immer Kundenfeedback haben, um jetzt mal auf die neue Generation auch wieder darauf aufzusetzen. Ja, das ist ein ganz großes Thema bei jedem Autohersteller, glaube ich, ne? da am Ball zu bleiben. Ist das jetzt aber so neu, also für mich als Außenstehender, so neu, diese Teams zusammenzusetzen, oder was ist nachher da wirklich das Thema? Weil wenn ich ein Gebäude in einem größeren Volumen, vielleicht, keine Ahnung, 200 Millionen Euro, 100 Millionen Euro anschaue, dann habe ich ja schon auch nach wie vor den SHK-Planer mit dabei, also Ausführung für Lüftung und Sanitär und Co. Ich habe ja irgendwie den Elektroinstallateur /Planer dabei. Ist das nicht schon gang und gäbe, und ist das nicht schon wieder so ein Thema, wo man sagt, ist das jetzt wirklich neu, oder was haben wir da neu erfunden? Was ist jetzt effizienter? Die Meetingkultur? Naja, die Frage kriege ich natürlich immer wieder gestellt, weil es immer wieder heißt, ja, jetzt macht man doch schon alles so und so. Ja. Aber ich glaube, das ist schon nochmal eine andere Dimension. Wirklich in dieser Phase den Hersteller, also die ausführenden Bereiche noch mit reinzunehmen.
weil es ist ja schon so, dass natürlich der Planer sagt, ich habe alles durchgeplant, passt alles. Ja. Wenn es aber in die Ausführung reingeht, merkst du trotzdem, dass doch das einige Fehler drin sind. Ja. Und wenn halt jetzt mal ein Planer sehr wenig vor Ort Erfahrung hat, egal ob das im Fertigteilwerk ist oder ob das auf der Baustelle ist. Meine Planer sind immer sehr selbstbewusst, ja auch. Und dann, aber das sind alle Parteien, die da im Raum sitzen, ja, die wahrscheinlich. Alle damit. Ich habe die Leitung gelegt, das passt aber, ja. Aber ich muss halt mich dann schon damit auseinandersetzen, was ist trotzdem vielleicht jetzt nicht so gut gelungen, wie kann ich es nächstes wieder besser machen? Ja. Und jetzt kommen wir vielleicht auf so ein Thema noch, was du mich gefragt hast, was mich überrascht hat. Ja. Überraschung ist alles Thema Fehlerkultur. Mhm. Also, dass jemand einen Fehler zugibt, das ist ganz, ganz schwierig. Da wird dann eher jetzt mal erklärt, und mehr auf der Rechtfertigungsebene unterwegs zu sein, wie sich mit dem Thema Fehler auseinanderzusetzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon, wo wir ansetzen, eben mit dem Thema Qualitätsmanagement, dass wir im laufenden Bauprozess uns mit den Fehlern auseinandersetzen und vorne wieder in die Planung reinspielen. Und nicht, dass wir am Schloss irgendwie jetzt mal Gebäude haben, wo dann irgendwie Mängelaufnahme ist und dann seitenweise die Mängel da sind und dann man ewig braucht, bis dann die wieder abarbeitet. Also das sind schon jetzt mal so Aspekte, die jetzt mal nochmal andere Dimensionen an die Qualität auch hat. Ja. Ist das im Automotive-Sektor anders? Also zu sagen, ich baue jetzt ein Auto und nachher haben wir Kundenfeedback bekommen und das A bis Y war irgendwie nicht so gut und finden die Kunden auch nicht toll, um dann zu sagen, okay, das müssen wir besser machen? Also ist das ein Thema, was ja, das ist, das ist ein großes Thema, ja. Also das Thema Qualität, also wenn ich mir überlege, welche Qualitätsstufen im Automotive-Bereich gibt, egal ob das in Entwicklungsphase ist oder auch in der Ausführungsphase ist, das ist enorm. Und da geht es jeden Tag um Qualität, jeden Tag in dem gesamten Prozess um Qualität. Aber auch da ist es so, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, wenn ich nicht jeden Tag mich mit dem Thema beschäftige, wird es auch nicht funktionieren. Ja. Auch im Automotive-Bereich ist es ein tägliches Arbeiten und das ist kein Selbstläufer. Okay, also kein Selbstläufer. Das heißt, aber die machen das ja schon von, ich sag mal, Stunde zwei, ja? Nicht Stunde null, aber Stunde zwei, diese Fehlerkultur, wie funktioniert die da im Automotive-Bereich? Also ist man da offener, um zu sagen, ja, also die Tür war jetzt nicht ganz so gelungen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also Kulturthema. Ich war zeitlang in Japan, habe mich sehr stark mit dem Thema Toyota-Produktionssystem auseinandergesetzt und die Japaner mit dem Toyota-Produktionssystem, die sind natürlich da, also auch in den 90er Jahren meilenweit weiter gewesen wie die deutsche Automobilindustrie. Ja. Und man hat halt versucht quasi mit diesem ganzen Thema Lean-Gedanken und Qualitätsgedanken, IFQM zum Beispiel gibt es so Methoden, diese Themen auch immer mehr auch in die deutsche Automobilindustrie zu bekommen. Aber also sind wir rübergeflogen und haben so ein bisschen abgeguckt? Ja, ja. Weil sonst also, sagen wir immer ja, die, ne, jetzt ich muss kann aufpassen, was man sagt, aber so ein bisschen, da kommen immer andere Kulturen aus Asien rüber, machen Fotos und sagen, wir nehmen es mit. Nein, ich kann mir eine gute Geschichte erinnern, ja. Wie ich so 1999 bei BMW angefangen zu arbeiten als junger Ingenieur, war jeder Abteilungsleiter, jeder Werkleiter mit Nadelstreifenanzug im Büro gesessen. Okay. Und dann kommen die Japaner, dann sind wir durch die Produktion gegangen und dann hat der Japaner den Abteilungsleiter oder Werkleiter gefragt, kann ich dir mal in deine Schuhsohle sehen? Dann sagt er die super polierten Schuhe und sagt, ja gut, du warst nicht so oft in der Produktion heute. Und jetzt, wenn sie sehen, sagt mal BMW-Werkleiter, ja, da ist keiner mehr mit Anzug, ja, sondern da hat jeder Sicherheitsschuhe, ja, und hat jeder und jeder Poloshirt, ja, um sagt mal das zu demonstrieren, Führung vor Ort, ja, und die Themen vor Ort kennen und die, ja, wiederum in den Prozess einspielen. Ja, ja, ich war auch letztens bei Porsche im Werk und bei Audi und das ist schon auch eine Taktung und auch die Führung, also die Teamführung, auch eine andere. Ne? Ich weiß nicht, wie groß die Teams sind. Das bin ich gespannt, was heute dabei rauskommt. Wie groß ist so ein Team in der Produktion? Weißt du was? Ja, ist unterschiedlich, je nachdem, welche Organisationsstrukturen man hat. Es gibt halt so Bandabschnitte, dann, ja, gibt es halt so Meistereien, dann gibt es Vorarbeiter. Ja. Und je nachdem, Vorarbeiter sollten ja mehr wie 20 Leute haben, damit er die dann auch coachen kann. Ja. Ja. Und letztendlich geht es halt im Automotive-Bereich, und das, glaube ich, ist auch der deutsche Automobilindustrie wirklich gut gelungen, die letzten Jahre sich wirklich in diese Perfektion weiter und in diese Effizienz und Qualität weiterzuentwickeln. Und das ist, es war auch harte Arbeit, ja. Und so ähnlich ist es bei uns auch gewesen, wie wir so die erste Modulfabrik aufgebaut haben. Wo steht die erste?
bei uns, also in diesem Ausbaugrad nähe von Nürnberg, auch in der kleinen Ortschaft, Mühlhausen heißt es. Bei Nürnberg, nähe aus Engenthal, ja. Und da war es auch so, die ersten Bauleute sind dann in die Fabrik rein und haben halt so gearbeitet, wie sie auf der Baustelle arbeiten. Okay. Das heißt, wenn sie irgendeinen Schlaghammer braucht haben, dann sind sie losgerannt, quer durch die Halle gelaufen. Dann habe ich gesagt, nein, es bleibt bitte jeder am Takt stehen. Und du wartest, bis das jemand kommt, beziehungsweise du rufst den Vorarbeiter, um das zu bekommen. Ja. Das ist ja eine große Umstellung. Das ist eine Riesenumstellung. Also, ich habe es immer verglichen mit Fußball. Ja. Warum? Das ist ja das Unterschied wie Libero-System, ja. Damals mit Libero, Lothar Matthäus, ja. Der hat dann schon den ausgeprägten Libero gespielt, jetzt mal vor der Abwehr. Und jetzt Viererkette. Und du musst dann eine Viererkette im Raum spielen. Das heißt, die haben auch trainiert, indem dass du irgendwie Abstände definiert hast, mit Seilen und so weiter gearbeitet hast. Und genauso haben wir dann auch gesagt, okay, du hast, das ist dein Arbeitsplatz, in diesem Arbeitsplatz hast bewegst du dich, ja. Ist das wirklich so, diese Linien auf dem Boden, die bringen die Menschen das, dazu? Ja, wir haben das schon, natürlich muss man mit Feingefühl machen, ja, wenn ihr da seid, jetzt, ich bin in der Legekette. Aber die Bahn hat angefangen damit, auf dem Bahnsteig eine gelbe Linie für Raucherbereiche einzuführen. Ja, das ist halt natürlich, und deswegen, das muss man schon wissen, dass man das in unserer deutschen Kultur halt so reinbringen muss, dass auch angenommen wird, ja. Weil man, die Japaner machen das echt extrem, ja, aber man darf nicht kopieren. Ja. Das ist der größte Fehler. Wenn man glaubt, man kann das System kopieren, scheitert man. Ja? Also man muss den eigenen Weg finden. Man muss die Methoden kennen, man muss die Logiken kennen und man muss es schaffen, sich jetzt mal in dieses Thema da einzuarbeiten und dann Übertragungen zu finden. Das ist enorm wichtig und dann wieder Use Cases zu haben und das dann wieder weiterzuentwickeln. Okay. Jetzt hast du gerade von Toyota gesprochen, die ja irgendwie, wie du sagtest, in den 90ern der Automobilhersteller waren, was Prozesseffizienz anging. Also die deutschen Automobilhersteller waren ja deutlich bekannter, also prominenter sozusagen in der Welt auch. Hat man es geschafft, glaube ich, deine persönliche Meinung, durch eine gute Marke, durch ein gutes Image auch über manche Sachen hinwegzukommen, deswegen hohes Pricing erzielen konnte, um die Ineffizienz quasi zu bezahlen? Ja, das ist immer die Frage, wo kommen wir her? Ja? Ich meine, die Japaner sind zu uns gekommen, weil die natürlich von uns Deutschen wissen wollten, wie wir Autos entwickeln, also das Image entwickeln, die Marke entwickeln. Als es noch Motoren gab. Verbrenner. Man sieht aber Porsche, die schaffen es auch mit jetzt, E-Mobilität, die Marke weiter zu schärfen, das stimmt, und auch positiv nach vorne zu bekommen. Ja. Ich glaube, das dürfen wir in Deutschland nicht so schlecht reden. Also ich glaube, dass die deutschen Automobilisten auch in der E-Mobilität nicht so schlecht sind, wie sie gemacht werden. Und das hat natürlich Toyota total interessiert, wie das die Deutschen machen. Und wir haben natürlich von dieser Prozessexzellenz ja immer geträumt. Ja. Und je nachdem, wer es besser hinbekommen hat, steht jetzt besser da, ja. Aber gibt es, also hast du ein Beispiel, gibt es noch große Differenzen, wo man sagt, da sind asiatische Automobilhersteller einfach noch immer noch weiter, ob jetzt Toyota oder andere auch, als wir Europäer oder als wir Deutschen? Fällt dir was ein oder ist das eigentlich mittlerweile alles so, dass du sagst, boah, schon alles ziemlich automatisiert und... Nee, also so mal so diese Perfektion, also das darf man nicht unterschätzen, ja. Ich habe ja schon einige Werke mit hochgefahren, auch im Ausland. Von Zero an? Also von genau. Ja. Also, okay. Und auch, das eine ist ja irgendwie Werke planen und das andere ist halt dann tagtäglich im Minutentakt Perfektion die abzuliefern, ja. Und das sind schon zwei Aspekte, die man schon durchdringen muss, ja. Okay. Und was hat schon aus meiner Sicht die deutschen Automobilisten einfach weiterhin perfekt können, ist wirklich die Autos im Werk dann bauen. Ja. Also wirklich tagtäglich diesen Takt, die Qualität, die Präzision, Wiederholgenauigkeit immer wieder dahin zu bekommen. Ja. Das sind die deutschen Weltklasse. Ja. Was natürlich jetzt vielleicht Tesla oder BYD aus China, die ziehen das Thema Batterietechnologie sehr stark vorne und das Thema Digitalisierung und diese Verarbeitungsqualität, egal ob das Sitze sind oder ob das jetzt mal die Außenhaut ist, wo halt jetzt mal die deutschen Hersteller sehr stark herkommen, absolut, die drängen die natürlich mit ihrer Argumentation dadurch ein bisschen im Hintergrund und in der Wahrnehmung im Hintergrund. Mhm. Und jetzt bist du ja doch ein paar Tage jünger wie ich, ja. Die Frage ist, wie schaust du ein Auto an? Ja. Und wie betrachte ich ein Auto? Das ist ja auch ein ziemlicher Thema. Ja. Absolut. Also ich glaube auch, das ist eine Wahrnehmungsfrage. Und ich glaube auch, ist ein Auto ein Gebrauchsgegenstand für mich? Oder ist es ein Fahrzeug, wo ich sage, ich habe Interesse dran? Ich mag die Fahrdynamik und spüre den Unterschied. Das, glaube ich, sind auch noch entscheidende Merkmale. Deswegen würde ich mich da raushalten, weil ich bin da kein Maßstab. weil Auto ist mehr als nur ein Gebrauchsgegenstand für mich. Also es ist schon eher die Performance.
Wenn du jetzt das überträgst, wir haben jetzt gerade so ein bisschen auch über die Brand und Image gesprochen, wie kann man das übertragen in den Baukonzern oder Baumittelständler? Ist das ein Thema nachher zu sagen, wir sind Max Bögl, wir stehen für, beim Auto ist es die Spaltmaße und die Performance nachher, wie bei Porsche und bei BMW vielleicht eher für Driving Experience auf einer anderen Ebene? Ja, das diskutieren wir sehr stark. Also ist immer wichtig, dass man so einen gewissen Markenkern hat, ja. Und deswegen heißt unsere Strategie auch Bau plus X, ja. Also wir kommen sehr stark aus eben aus Bau, also aus 1929 gegründet vom Großvater der dritten Generation jetzt. Und somit steht der Bau, alles was um Bau steht, im Mittelpunkt, auch aus der, von den Materialien her, aus Beton und so weiter, ja. Und was uns einfach auch wichtig ist, dass wir diese hohe Qualität, also Präzision, also wir wollen auch jetzt mal das Thema Toleranzen aus dem Maschinenbau mit Beton verbinden. Und wenn du so in diese Fertigteillogik reingehst, musst du die Toleranzen im Griff haben. Ja. Okay. Und wir schaffen es mittlerweile, egal ob das jetzt unsere Magnetschwebebahn ist oder auch die Windtürme sind oder auch jetzt mal unsere Module, wir können mittlerweile Toleranzen im Zehntelmillimeterbereich durch Bearbeitungen sicherstellen, damit dann, wenn es zusammengefügt wird auf der Baustelle, dann auch passend ist. Ja. Keiner mehr wegrennt und den Vorschlaghammer holt. Ja, genau. Und ich sage da immer, so in Anführungszeichen, alte Werkzeuge wie Flex, Hammer oder auch Kelle ist nicht mehr unser Werkzeug der Zukunft, ja, sondern wir wollen eben montieren, mit Präzision montieren und auf Trockenfugen aufbauen und in der Vorfertigung in der hohen Automatisierung sein. Dann nehme ich das Stichwort und dann, wir sind jetzt in Leipzig angekommen, das heißt, wir gucken mal rein, wie das hier bei Porsche funktioniert und wie Mühe und ob da noch eine Kelle vielleicht auch rumliegt. Ja, und ich hoffe, du kannst das eine oder andere wiedererkennen, was ich so versucht habe, rüberzubekommen. Das lass uns gleich selber überzeugen, alles klar, vielen Dank. Okay, Marcel, ciao. Danke. Danke, ciao.